Moinsen. Heute mal hier von meinem Balkon. Muss ich mal ein bisschen leiser sprechen. Geh mal näher ran jetzt. Weil hier, sonst kann man das da so gut mithören. Das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Ja, ich muss sagen, mir geht dieses Corona-Thema sowas von auf die Eier. Ich kann das echt nicht mehr hören. Ich will auch. Ich beschäftige mich jetzt auch damit nicht mehr. Für mich ist das Thema durch und das interessiert mich nicht mehr. Und ich muss sowieso sagen, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video auch angedeutet, da ich eigentlich, nein, nicht eigentlich, sondern ich weiß, dass die Welt immer perfekt ist, wie sie ist, immer. Das heißt nicht, dass man nicht gegen was kämpfen kann oder so. Aber der Unterschied, also der Unterschied zwischen meinem Empfinden und dem der meisten Menschen ist eigentlich, dass ich das nicht ernst nehme. Ich bin da, ich hänge da nicht dran. Also mein Glück oder Unglück steht und fällt nicht mit dieser Welt. Ja, es ist sozusagen unabhängig davon. Mein Glück, was ich erlebe, ist bedingungslos. Das merke ich immer wieder, das merke ich jeden Tag, jede Sekunde. Ganz oft komme ich auch vom Verstand, von den Gedanken her darauf zurück und merke und denke so vor mich hin, ich bin einfach nur so wahnsinnig glücklich, ich bin so glücklich. Und dann bin ich unglaublich dankbar. Aber dieses Glück hat keinen Grund. Es hat keinen, es ist nicht glücklich, ich bin nicht glücklich wegen irgendetwas oder weil irgendwas nicht ist. So, das ist die mystische Weltsicht des, man könnte sagen, des Erwachten. Ist eben, dass die Welt immer absolut perfekt ist, wie sie ist. Und was ich kann sowieso und kann und will nicht über andere Menschen reden, was jeder Einzelne macht, mit jeder, der das erkennt, was der dann macht, das ist ja nicht meine Sache. Und was der, der es nicht erkennt, macht, ist auch nicht meine Sache. Und das ist alles gut und das gehört ja dazu. Das gehört ja zu dem, dass ich das absolut richtig finde. Ich finde das auch richtig, wenn, ich finde das richtig, wenn demonstriert wird. Ich finde richtig, wenn das geschieht, was geschieht. Ich finde das richtig, wenn eine Regierung plötzlich ihr wahres Gesicht zeigen muss. Immer mehr und die Menschen langsam aufwachen aus ihrem Dornröschenschlaf. Ich finde das alles richtig. Ja, ich würde es aber auch richtig finden, wenn das anders wäre. Ja, also ihr versteht, was ich meine. Ja, und deswegen werde ich jetzt eigentlich auch thematisch immer mehr Videos, also ich werde das jetzt nicht mehr thematisieren, dieses ganze Corona-Happening. Es sei denn, ich habe jetzt was Persönliches zu erzählen, was mir auf der Seele liegt und was ich unbedingt loswerden muss. Aber ansonsten rede ich da grundsätzlich nicht mehr drüber. Ich werde mich wieder mehr um meine, um mein mystisches Erleben kümmern, um das zu teilen mit anderen Menschen, die Interesse haben an wirklicher Befreiung. Ja? Ihr müsst die Welt nicht erst so machen, wie ihr sie haben wollt, damit ihr frei sein könnt. Ganz im Gegenteil. Je mehr man versucht, die Welt zu verändern und daran hängt, mit dem eigenen Glücksempfinden, Wohlbefinden, desto gefangener ist man in dieser Welt. Ich könnte jetzt wieder losschwadronieren und sagen, ist das alles nur ein Traum, ja, und oder eine Illusion, aber das ist, stimmt so auch nicht. Es ist weder Illusion noch Wahrheit. Es ist jenseits von allem. Die Wahrheit ist jenseits von allem. Die Wahrheit ist jenseits von jeder Unwahrheit und jeder Wahrheit. Also es gibt das überhaupt nicht, diese Polarität. Im Absoluten gibt es eben keine Polarität mehr. Im Absoluten gibt es nur die absolute Wahrheit und die kennt weder Unwahrheit noch kennt sie Wahrheit selbst. Also es ist eine Wahrheit, die sich gar nicht kennt. So möchte ich das mal beschreiben. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen weg, weil das, ich kann das einfach nicht mehr ruhig halten mit zwei, mit ein paar Fingern. Ich habe das ja hier in meinen Händen. Es wackelt zu stark. Ja. Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, erkenn dich selbst, dann erkennst du die Welt.
Und wenn du dann noch der Meinung bist, dass du was ändern willst, dann tu es. Aber ich kann eigentlich nur, mein Ratschlag ist an jeden, der offen ist für echte Selbsterkenntnis, kann ich nur empfehlen, das zu machen und erst danach nach der Welt zu fragen. Der berühmte indische Weise Ramana Maharshi wurde mal gefragt, warum er nicht mehr für die Welt tun würde. Warum er nicht verreisen würde, warum er nicht nach Europa oder USA reisen würde, um da bekannter zu werden, um noch mehr Menschen zu überzeugen von der Möglichkeit, hier auf der Erde vollkommen glückselig zu sein. Und daraufhin hat er gesagt, ich tue bereits das Beste, was ich tun kann, indem ich hier einfach bin. Und er hat ja seinen Hintern, sag ich mal, nicht mehr wegbewegt vom Arunachala, als er da einmal angekommen war. Er ist nie verreist. Er war da zu Hause, ja, und die Leute sind da, die ganze Welt ist da hingekommen. Und der wurde dann auch nach dem Leid, das wollte ich eigentlich erzählen, er wurde nach dem Leid dieser Welt gefragt. Und dann hat er nur geantwortet, welches Leid? Und dann haben die gesagt, ja, wieso das Leid in der Welt? Wie sollen wir das denn jetzt verstehen? Warum ist das denn überhaupt so? Und dann hat er gesagt, tut mir leid, ich kann kein Leid sehen. Für mich gibt es kein Leid. Und dann hat er empfohlen, demjenigen, der das gefragt hat, hat er empfohlen, selber sich zu erkennen, also seine Wahrheit zu erkennen für sich selbst und dann zu schauen, ob die Frage noch da ist. Nach dem Leid, ja. Und ich kann auch nur sagen, in meiner subjektiven Welt, die ich erlebe, gibt es kein Leid. Es gibt einfach nichts, was nicht sein sollte. Es hört sich vielleicht brutal an, aber das ist mein tägliches Erleben, ist das. Leid bedeutet ja, dass man davon überzeugt ist, dass etwas nicht so sein sollte. Ja, dass etwas anders ist, als es sein sollte. Das ist Leid. Und das gibt es einfach in meinem persönlichen Universum, sage ich jetzt mal, gibt es das nicht mehr. Also es gab es vielleicht früher mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Zeit irgendeine Bedeutung hat, die sie ja nicht hat. Aber jetzt ist es nicht mehr. Ja. Ich wünsche allen, die weiterhin sich damit beschäftigen wollen, viel Spaß damit und ich werde das aber nicht mehr tun. Also ich schaue mir noch das eine oder andere Video an. Aber ich schaue die meisten Videos eigentlich mehr wegen der Leute, die sie machen und nicht wegen dem Thema, was sie reden. Sondern ich schaue mir lieber die Leute selber an. Finde ich eigentlich viel spannender. Ja, es ist ein herrlicher Abend hier. Und ich werde jetzt nochmal einen kleinen Kameraschwenk durch die Runde machen und dann beende ich das Video. Verabschiede mich schon mal. Ich kann nur noch mit auf den Weg geben. Genieße das Leben, wie es ist. Und don't worry, be happy. Bis demnächst.